Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Glover. Ja, sorry Leute, erstmal, dass ich hier eine ganze Weile nicht weitergespielt habe, aber ich hatte nicht wirklich Lust dazu, weshalb auch immer. Und gerade mache ich hier etwas, was ich überhaupt nicht wollte. Ja, ich musste gerade erstmal die Tasten ein bisschen umstellen. Und hoffe, das klappt jetzt einigermaßen. Und bevor ihr fragt, ja, ich benutze einen anderen Emulator, damit das hier besser läuft als beim letzten Mal. Also ich hoffe, dass es besser läuft. Na komm schon. Rauf da. So. Okay, läuft ja hier erstmal ganz gut. Wow. Nein, 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 nein. Boah, gerade so. Ach ja, was ich beim letzten Mal vergessen habe zu erwähnen. Diese bunten Dinge hier, das sind unsere Checkpoints. Die wir leider nur mit unserem Ball aktivieren können. Und ich, dumme Kuh, fall hier gerade schön runter. Ach, Mann. Manchmal ist das echt schlimm. Ja, ich muss mich erstmal an die Umstellung hier noch gewöhnen. Aua. Okay. Au! Verdammt. Der erste Tod. Ja, genauso wie hier gerade werden wir dann zurückgebeamt. Wenn wir einen Checkpoint aktivieren. Wow, nicht schon wieder runterfallen. So, und jetzt mit einem durch. Nein, das hat nicht geklappt. Verdammt. Dann eben so. Ist doch vielleicht da. Ach Mann, Glover. Boah, das hätte es noch gefehlt, wenn der uns erwischt hätte. Ey, komm schon, Glover. Ich will den Levelabschnitt noch heute noch gebacken kriegen. So, schön drauf da. Wow. Die Solle Kamera. Aua. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt seid ihr dran. Ja. Da gibt immer so ein schönes Furchtgeräusch. Und nochmal. Ah, das tut doch so gut. So, und wo ist jetzt der Ball? Hallo? Ah, da ist er. Nee, ich muss ja umgekehrt steuern. So. Wieso funktioniert hier jetzt der Checkpoint nicht? Verstehe ich nicht. Ey! Nein, bitte nicht runterfallen. Hallo, Checkpoint. Na bitte, es geht doch. Warum nicht gleich so? Manche Dinge muss man echt nicht verstehen. So. Ah, super, da hinten ist schon der zweite Checkpoint. Viel zu viel Mist. Das gibt es doch nicht. Ja, ein bisschen trollern muss ich hier. Obwohl, ich kann ihn ja eigentlich liegen lassen, den Ball. Den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. So. Nee, schon wieder falsche Taste. Wow. Nein, Glover. Glover, drauf da. Bleibst du wohl da drauf? So, zack. Ja, so geht es doch. So, rein ins Becken. Doch nicht so. Oh, das ist toll, wenn man hier mal wieder schön was sieht. Hopp. Ja, da ist auch schon unser Ausgang. Erstmal wieder drehen hier. Dribbel, dribbel. Ja, komm schon hoch da. Ja, und dabei auch noch den Checkpoint aktiviert. Wie schön. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Der Checkpoint für unser Ausgangspunkt ist da hinten. Die schöne Frage ist jetzt, wie kommen wir da ran? Wenn ihr mal genau hinseht, hier seht ihr schon, hier sind schöne Pfeilchen. Ja, was hat das zu bedeuten?
Hier haben wir nämlich auch was Schönes. Und zwar ein Zaubertrank. Ja, und jetzt sind wir riesengroß. Und können damit dann jetzt Folgendes machen. Nein! Falsche Wand, Glover. Jetzt können wir nämlich das machen. Was wir als normaler Glover nämlich nicht hinbekommen würden. So, das ist weit genug. Und ihr seht es auch schon am rechten Rand. Diese Zaubertränke halten nicht ewig, leider. Es gibt sehr, sehr verschiedene Tränke. Also das hier zum Beispiel war jetzt ein Herkules-Trank. Es gibt auch noch den Flitzetrank, den Krötenzaubertrank, den Aschetrank. Ach, da gibt es so Verschiedenes. Das werdet ihr noch alles kennenlernen. Bis auf den Aschetrank. Der stand zwar immer im Handbuch drin, aber ich habe den bis jetzt noch nie gefunden. So, und das ist die Sequenz, die ihr beim letzten Mal nicht gesehen habt. Ich weiß auch nicht, was für Probleme der Emulator damit hatte, also das ist mir ein Rätsel. So, und jetzt kommen wir zur dritten Station. Oh, die Musik ist doch hier mal richtig schön. Ach, da fühle ich mich doch gleich richtig wohl hier. So, aber ich werde jetzt nicht sofort dorthin gehen, wo wir müssen, sondern ich werde mich erstmal hier lang balancieren. Weil hier nämlich auch noch ein paar schöne Sachen sind. Ja. Wow, 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 wow. Hier sind nämlich auch noch so ein paar schöne Sachen versteckt. Zum Beispiel Karten und ein paar extra Leben. Ich weiß auch nicht, so normal kommt man ja nicht drauf, aber ich habe das einfach mal zum Spaß gemacht und ja. Oh, wie schön die Musik doch ist. Ich bin da meistens immer eingepennt, wenn ich diese Musik gehört habe. Wow, hier ist ja noch ein Gegner, stimmt ja. Jetzt komm doch mal her zu mir. Ich mach dich platt, jetzt und hier. So. Ja. Ach, wenn ihr die Tasten nicht so unpräzise wären. Wirklich, das würde mir so einiges ersparen. Yeah, und ein extra Leben. Wie schön. So, mehr, glaube ich, gibt es hier auch nicht zu holen. Und ich weiß jetzt auch gerade mal wieder nicht, wie lange ich spiele. Ich glaube, 7 Minuten oder so müssten es schon sein. 7 oder 8 Minuten. Ach, Glover, jetzt geht doch da rein. Verdammt nochmal. Schon den normalen N64-Game, also auf der Konsole ist es schon ziemlich schwierig, den zu steuern. Ihr seht es ja selbst, also man muss ein ziemliches Gefühl für den Ball haben. Alles andere als einfach hier. So, nochmal die Kamera schwenken. Wow! Boah. Ey, das war jetzt fies. So. Das war die Strafe. Hey, Ballchen. Bällchen, bleib hier. Ich brauch dich noch. Mann, 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 Mann. Das ist wirklich fies, ey. So, runter da. So. Nein, 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 nicht ins Wasser. So, und hoch da. Okay, so geht's auch. Obwohl ich das eigentlich so nicht machen wollte. So. Ich bin ja mal gespannt, wie weit ich hier in dem Part jetzt komme. Wop. Wow, 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 wow. Komm, 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 komm. Ey, gibt's doch nicht. Glover? Bitte! Nein! Oh. Ich sag ja, man muss ein Gefühl für den Ball haben. Also es ist schwieriger, als es aussieht. Glaubt mir.
Das ist hier alles nicht so einfach. Und ich gebe mir hier schon Mühe. Ach, Mann. Wow, 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 wow. So, mal gucken. Okay. Ja, so geht es doch am besten. So, nochmal. So, und nochmal. Ja, geht doch. Wunderbar. Und auch der erste Checkpoint. So, jetzt muss ich gerade überlegen, weil ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt habe. Muss ich jetzt wirklich da lang oder doch besser da lang? Nee, ich glaube, ich gehe besser hier lang. Au! Nein! Na, warte. Ey, ist es denn wahr? Gut. Aua! Das tat weh. So, und hier haben wir auch schon einen neuen Trank. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Na, was könnte das wohl sein? Das ist ein Flitzetrank, genau. Ja, womit man auch wirklich ziemlich schnell ist. Boah. Nein, 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 nein. So, drauf da. Ich sagte drauf da. Glover? Hallo. Ich sagte drauf da. Ja, geht doch. Wow, nicht runterfallen. So, da können wir jetzt auch schon mal weiter. So, und jetzt schnell darüber, bevor der Zauber nachlässt. Ich sagte rüber, bevor der Zauber nachlässt. Wow, 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 wow. Wow, ja, das Teil trägt zu Recht den Namen Flitzetrank. Ja, hechel, 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 hechel. Zack. Wow, bitte nicht runterfallen. Wow. Höllisch, dieser Trank. Aber wirklich. Puh. Ach, ich sehe da gerade, da hinten ist ein extra Leben, aber den würde ich nicht jetzt nicht rankommen. Okay, aber ich würde dann mal sagen, ich beende hier den Part und sage dann ciao, bis zum nächsten Mal. Mit nur einem Herz.